Straubing macht sie bereit fürs Gäubohnen-Volksfest und so haben die Leute natürlich auch ihre Rituale, wenn es dann losgeht. Herr Listl aus Straubing, was sind so Ihre Volksfestrituale? Das erste Bier, weil so Volksfestbier das beste Bier ist, was es gibt, meiner Meinung nach, weil es normal ist, nicht so gut. Und das jahrelang warten auf so ein Bier ist schon eine feine Sache, abgesehen davon. Und da freut man sich meiner Meinung nach. Erst einmal schauen wir uns einen Auszug an in der Regel. Ne? Und dann sind wir oft unten, um nicht zu sagen, jeden Tag. Jeden Tag? Ja, weil ich bin sowieso unterwegs als Rentner. Und dann drehe ich halt da mal Runden, trinke einen Kaffee oder ein Bierchen oder eine Brotzeit. Das ist der normale Ablauf. Auf alle Fälle den Auszug anschauen und das Dirndl mal wieder anziehen. Und einfach mal Spaß haben wieder. Wir kommen einmal immer her am Samstagabend und da gehen wir erst eine Runde mit einer ganzen Gruppe zusammen. Und was ich am liebsten mache, ist das Pferderennen, wo man mit so Kugeln schmeißt und dann hoffentlich was gewinnt. Und da verpflichte ich eigentlich immer alle dazu, aber dann sind die Chancen natürlich größer, dass man was gewinnt. Und dann gehen wir meistens ins Bierzelt und trinken da was und essen gescheit. Und dann gehen wir nur mehr Runden und manche fahren auch noch was, aber wir sind alle schon ein bisschen älter, also die Fahrgeschäfte sind nicht mehr so beliebt. Und dann fahren wir mit dem letzten Zug wieder heim. Zuerst gehen wir immer shoppen, ein bisschen in der Stadt und dann kaufen wir unser Maß am Volksfest. Und wenn wir dann noch Lust haben, fahren wir noch wild immer aus. Also bei uns fängt das Volkfest eigentlich am Donnerstag schon. Wir gehen da alle gemeinsam, meine Mutter, die Chloa und ich. Abends schon einmal am Festplatz, standeln wir da runden und freuen wir uns dann schon, wenn es am nächsten Tag losgeht.